So, und damit seid ihr grüßt zu einem Part Resident Evil mit dem Zwergenfürst. Wir haben das Gewehr. Hier ist irgendwo ein Zombie. Wir haben ein Gewehr. Wir haben Heilung. Ja. Wo sind wir hier gelandet? Die Tür ist verschlossen. Wappen des Benzos. Haben wir das nicht? Haben wir das nicht mal mitgenommen? Dann war das schon in der Truhe verstaut. Eigentlich könnte man hier doch. Oh, verdammt! Sind wir hier in ein neues Gebiet gekommen? Ach, verdammt, da komm. Chill. Ah, shit. Nicht so viel Munition verschwenden. Nur so viel wie dringend nötig. Er steht wieder auf. Wo kommt er her, ist die Frage. Sind wir hier in der Sackgasse wahrscheinlich? Shit. Sind wir wirklich in der Sackgassensituation? Ich höre ihn. Sehen aber nicht. Ach Mann. Nein. Ich brauche mal hier kurz Heilung. Brauchen sie jetzt nicht. Ja, da sagst du mir was. Da kann ich jetzt aber durch. Da lebt noch der Kollege. Wo sind wir hier gelandet? Das kommt mir noch relativ unbekannt vor. Jetzt wären wir hier noch nicht gewesen. Ein Hund. Stirb. Wir bräuchten da eigentlich mal eine Hundepfeife. Die haben wir eigentlich schon, aber in dieser Einbuchtung steht geschrieben: Der Schänder des verfluchten Sarges. Können wir jetzt hier durch? Tür ist verschlossen. Tja, da müssen wir wohl erstmal hier was einsetzen. Die Einbuchtung. Tja. Also das Wappen, das haben wir schon. Haben wahrscheinlich in einer der Kisten gelegt. Müssten wir mal mitnehmen, wenn wir jetzt wissen, wo wir es hin tun können. Also ein Schlüssel, der liegt noch auf dem Podest mit den. Achtung, hier ist ein Zombie. Kann ich mir nicht leisten. Ah, nicht sterben, Jill. Nicht sterben. Na komm. Ach, Kacke, keine Munition mehr. Ich bin sowas von tot. Kacke. Nicht gut. Hab ewig nicht mehr gespeichert. Also weit weg habe ich gespeichert. Ah, shit. Das ist weit, weit entfernt von dem Ort, wo wir gerade waren. Ach Mensch. Vielleicht können wir jetzt eine Hundepfeife mitnehmen. Haben wir zwar einen Platz weniger frei, aber vielleicht bringt uns das heute was. Falsche Kiste, diese Kiste hier. Hab die Befürchtung, dass das was bringen könnte. Können wir zur Not wieder verstauen. Na komm. Rüber. Was denn? So, sehr gut. Wie sieht's mit dem Wappen aus? Haben wir nicht mitgenommen. So.
So, da müssen wir vielleicht dort mal ein Wörtchen finden, um so zwischenzuspeichern. Ha, Sprache habe ich heute auch nicht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, durch die Tür gehen wir nicht mehr. Die ist nicht kaputt. So, dann mal hier hoch. Dann mal hier links. Gut. Dann kommen wir mal schnell wieder dorthin. Ganz kurz mal. Ich bin schon hier. Ich werde mal versuchen, von der anderen Seite hinzukommen. Weil der Hund, der uns im letzten Part umgebracht hat, am Ende, der trägt, soweit ich weiß, den Rüstungsschlüssel. Den brauchen wir dringend. Da könnte man vielleicht mal dort versuchen. Ob wir von der anderen Seite jetzt durchkommen müssen. Vielleicht ist das der Weg. Hier war doch hier, da kommt man doch hier. Kopfkratz. Hier kommen wir doch unter Umständen. Ach, hier sind wir. Ja gut. Ist von der anderen Seite verschlossen. Hier gibt es halt auch den einen Schlüssel. Aber dann braucht man halt erst einen Schlüssel. Kopfkratz. Eine Schlüssel. Replik. Da braucht man was Schlüsselförmiges, was man draufstellen kann. Damit einen die Fallen nicht ermorden, damit man nicht getötet wird. Das wäre nicht so toll. Das Sterben ist halt nicht so schön, wenn man dann am anderen Ende der Villa wieder aufwacht und dann nochmal den ganzen Weg nochmal gehen muss. Ist halt ein bisschen beschissen. Himmelsymbole und Rüstungssymbole. Ja, ist halt hier. Scheint halt hier wirklich Himmel- und Rüstungssymbol noch zu geben. Was wir noch finden müssen. Hier waren wir schon einige Male. Ist das der Weg, den wir gehen müssen? Vielleicht. Hier waren wir auch schon ein paar Male. Jo. Mal ganz schnell hier lang. Ja, ganz schnell ist jetzt hier ein Resident Evil ein bisschen. Naja. Was ich übrigens auch seltsam finde, habe ich schon öfters, glaube ich, angemerkt, dass in Horrorspielen die Leute immer kriechen. Das ist, du kannst mit den Leuten in Horrorspielen nicht schnell laufen. Du läufst immer im Schritttempo, im ganz bequemen Schritttempo durch so einen Gruseln da. Ich weiß auch nicht, aber ach so, hier wären wir dann wieder. Ja gut, dann machen wir es doch mal lieber von unten. Als hätten die so absolut keine Panik, gar keine Angst, ganz entspannt, ganz gechillt. Ich schleiche einfach mal durch die Horrorvilla. Ich wurde hier schon ein paar Mal von Zombies was getötet. Ich werde hier dauernd von gruseligen Kreaturen angegriffen. Ja, schleichen wir weiter. Ich meine nur, wenn ich in so einer Villa wäre, würde ich die Beine in die Hand nehmen und rennen. Ich würde um mein Leben rennen. Also schleichen ist ja gar nicht die Idee. Schleichen wäre gar keine Idee. Das wäre nicht mal eine Option. Das ist. Ab
abgesehen davon, dass ich mich in solcher Willen gar nicht wagen würde. Dass ich genug Horrorspiele gespielt habe und gesehen habe. Und zu wissen. Ja. Finger weg von solchen. Von solchen Grundstücken. Da lässt du dich gar nicht erst drauf ein. Ja, hier haben wir noch einen Dolch. Nicht Dolch, ich soll den mitnehmen. Oder auch nicht. So, gibt's hier noch was versteckt unter der Kommode? Können wir die noch verschieben? Können wir wohl nicht. Es wird wohl nix. Hier kam eigentlich der Hund durch, wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal irgendwas auslösen. Da müssen wir wahrscheinlich von der Richtung kommen. Oder wie? Wie plant sich das hier? Also wenn ich jetzt hier nochmal durchkomme, wenn ich zurückgehe. Munition ist geladen. Jo. Kacke. Hier runter. Bin ich schon wieder. Dreckig. Das ist wirklich schlimm. Ja, man muss da durch die Tür kommen. Das ist wirklich eine Hundepfeife, glaube ich, das Beste. Ach nee, komm, das ist doch nicht. Puh, das mit den Speicherpunkten ist auch beschissen in diesem Spiel. So, da sind wir gleich durch. So. Durch die Tür durch. Ja, da zurück gehen wir erst. Wenn wir die Hundepfeife haben, die holen wir uns gleich ab. Dann müssen wir hier einmal zu dem Zombie hinter. Wo war der gleich? In welchem Raum? Wie sind wir da hingekommen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie war das ein neuer Raum, den ich freigeschaltet habe. Da kamen wir bis jetzt noch nicht lang. War das hier? Zombie und Hund, dafür muss unsere Munition reichen. Ja, hier war das. Hier ist erstmal ein Safe Room, oder nicht? Ach, hier sind wir gelandet. Ja. Das ist also die Tür. Da sind wir nur noch nicht weitergegangen. Ja, der Türgriff fällt gleich auseinander. Vorsichtig sein. Dahinter ist ein Safe Room. Da kommen wir her. Wir hätten einfach. Och Mensch. Fällt mir gerade erst auf. Wir können einfach durch diese Tür gehen. Wenn nicht der Türknauf noch abbricht. Wenn wir hier sterben, können wir einfach durch die Tür durchgehen. Wir sind hier. Müssen wir nicht durch die ganze Villa. Das ist eine super Abkürzung. Na komm her, Zombie. Kommst du her? Ich warte auf dich. Na? Musst dich erst rauslocken, oder? Ach Mensch. Der kommt nicht. Ah, da brauchen wir das Wappen des Benzos. Was ist los mit dir, Freundchen? Ach da. Muss man sich erstmal beißen lassen. Das ist scheiße. Ich habe keine Heilung mit. Was denn?
Nein! Ich sagte, ich habe keine Heilung. Kacke. Stirb! Wie oft steht er hier noch auf? Ich habe halt keine Munition mehr. Na komm. Du musst doch. Du musst doch irgendwann tot sein. Tür ist verschlossen, Rüstungssymbol. Ich hoffe, den haben wir jetzt erledigt. Mit der Heilung sieht es jetzt nicht so rosig aus, aber gut. Jetzt haben wir vielleicht erstmal, dass wir uns vom Hund nicht angreifen. Ahu. Hund. Böser Köter. So, hier konnten wir nicht durch. Dann können wir hier doch irgendwas machen. Tür ist fest verschlossen. Ah. Ach, hier sind wir. Okay, hier kämen wir noch weiter. Skype-Maschine. Ach, hier sind unsere Safe Rooms. Jo, ich bräuchte mal dringend wieder Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wie sieht's bei mir aus? So sieht's aus. Kritisch. Kritisch sieht es aus. Wir können jetzt leider nicht mehr oft genug da durchgehen, durch den... Wenn wir jetzt die Hunde vielleicht aus der Kiste holen und wieder zurückgehen, dann könnte der Knauf schon abgebrochen sein. Wir müssen es mal riskieren. Ich hoffe, der Kumpel ist jetzt tot. Okay, noch geht's. Hier durch. Müssen wir mal gucken, ob wir die Hundepfeife bedienen können. Das ist über den Scheißköter, den Zombie-Köter. Mal wegkriegen. Speichern würde ich jetzt noch nicht, das würde ich nach dem Hund dann machen. Ja, machen wir wirklich so. So. Dann laufen wir halt nochmal durch die ganze Villa nach dem Hund. So groß ist sie dann auch nicht. So, noch ein letztes Mal die Tür benutzen. Können wir das? Ja, ich weiß, ich weiß, er wird gleich auseinanderfallen. Können wir da vielleicht nicht mehr durch. Oder wir können es halt noch ein, zweimal besiegen, benutzen. Sollte man vorsichtig sein, weil dann haben wir halt wirklich diesen Umweg durchs ganze Haus. Also man kommt noch dorthin, aber ja. Ist halt eine schöne Abkürzung, die man nutzen kann, wenn man sagt. So, mal Hundepfeife trainieren. Hundepfeife prüfen. Wenn man sie bläst, erzeugt sie eine Frequenz, die nur Hunde hören können. Können sie den Hund herbeirufen? Ja, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich will. Das brauchen sie jetzt nicht. Bringt die uns überhaupt weiter? Ja, wir sind jetzt kritisch. Das heißt, wir sterben jetzt auf jeden Fall, wenn wir keine Heilung bekommen. Wo durch diese Tür durchgehen. Die noch Hunde hören können.
Zweifel können Sie den Hund herbeirufen. Ja, das will ich eigentlich eher nicht. Schrotgewehr ausrüsten. Ich weiß nicht, was das bringt. Gewehrmunition. Ja, ist eigentlich nur. Kann man eigentlich nur hoffen, dass die. Dass die dem sofort den Schädel wegbläst. Ansonsten bin ich hier. Relativ. Ohne Heilung. Vielleicht finde ich hier noch irgendwo was, was ich stehen gelassen habe. Im Bad. Wahrscheinlich nicht. Übel, übel. Da gibt es einen Raum, wo noch ein bisschen Heilung rumsteht, die ich nicht mitnehmen konnte. Aber ja. Gut, das kann für uns wahrscheinlich jetzt gleich den sicheren Tod bedeuten. Es sei denn, die Munition haut drinne. Schnell abhauen und uns nicht angreifen lassen. Na komm, Hundi. Ist Hundi tot? Untersuchen. Der hat doch bestimmt. Das Schrotgewehr hat's geholfen. Aber hat's denn nicht. Ich habe irgendwo gelesen, dass die in dem Halsband. Naja, egal. Das ist an dem Halsband eines Hundes. Huh. Kacke! Der zweite Hund. Stirb! Nicht du, Jill. Das sind mehrere Hunde. Schrotgewehr ist die Lösung. Fuck. Haben noch nicht gespeichert, so sieht's aus. Shit. Die Hundepfeife bringt uns nicht weiter. Können wir gleich knicken. Jetzt wissen wir, dass wir durch die Tür durchkommen. Kerosin wollen wir nicht mitnehmen. Und wir rüsten uns mit der Waffe aus. Machen wir kurz einen Prozess. Jetzt hier können auch hier jetzt einfach durchgehen. Den Hund lassen wir in Ruhe, der da drüben ist. Ja, fällt auseinander, ich weiß. Ein paar Mal können wir nur durch. Der nutzt sich ab. So, jetzt würde ich gleich einfach hier weitergehen. Den Zombie auch liegen lassen. Ja. Lassen wir ihn einfach. Da brauchen wir gerade sowieso nichts. Ich versuche jetzt hier an dem Hund vorbeizukommen. Scheinbar wird irgendwas blockiert. Vielleicht hat sogar einer von denen. Wir sind jetzt sogar geheilt, also könnte das sogar klappen. Jetzt mal das ausrüsten. 6 Schuss haben wir jetzt nochmal, also 12. Dann beim Nachladen. Nachladen ist jetzt bei mir nicht so toll. Also ordentlich zielen. Da sind so die Hunde. Machen wir es schnell. Leere. Weg mit dir. Wo bist du? Habe ich dich schon erledigt? Ich hab Schiss. Abgesehen davon, dass ich im echten Leben auch Hundeangst habe. Der braucht 2 Schuss. Jo. Steht nicht mehr auf.
Zombiehund. Kommt hier noch was? Nee, erstmal nicht. Okay. Haben wir das mal aus dem Weg geschafft, dieses Problem. Ja, sind wir wieder hier. Und du? Wie schaut's aus? Wie kommen wir hier weiter? Sind wir wieder in der großen Halle. Ich schätze, das bringt nichts, die Tür dort aufzumachen. Die Haupttür, daraus zu marschieren. Wir können zwar jetzt irgendwie die Hunde erschießen, aber ja. Bringt jetzt überhaupt zwischenzuspeichern? Wir haben quasi nichts gemacht. Also wir haben nichts. Keine Heilung, keine. Wir haben die Hunde vielleicht getötet. Das wäre es vielleicht wert, aber ja, ich speichere trotzdem mal zwischen 7. Haben wir noch 7 Farbbänder. Das fehlt uns dann beim finalen Bosskampf, aber ja. Werde ich mich dann beschweren. Dass wir vom Bosskampf nicht mehr zwischenspeichern können, aber ja, das ist dann später, das ist dann das Problem vom Zukunftszwerge. Ja, ich weiß, du hast mich, Zukunftszwerge. Ja, das mal überspeichern oder ja, speichern wir, überschreiben. Warum nicht? So, dann sind wir wieder hier. Sehr gut. Hier können wir auch das Schild mitnehmen, oder? Haben das noch nicht mitgenommen? Können wir das doch da drüben, das haben wir jetzt rausgefunden. Können wir das Schild dort beim Zombie einsetzen? Haben wir doch zumindest jetzt im Plan. Das nehmen wir mit, das können wir dort drüben gebrauchen. Irgendwas löst das doch aus. Das muss doch erst. Das muss doch hier das. Ja. Das Symbol des Spencer. Genau das. Das hätten wir jetzt auch mitspeichern können, aber ja, ist wurscht. Shit, na komm, chill. Nein. So, da stelle ich mich mal hier hin. Ein bisschen mehr Abstand, damit er mich nicht sofort von oben angreifen kann. Damit er mich ein wenig ins Genick springen kann. So, hier mal die Hundepfeife verwenden. Sicher haben die Hundepfeife geblasen. Au! Da kommen sie auch schon. Ah! Gehst du weg! Gehst du weg! Böses Hündchen! Nein! Kommt gleich der zweite! Ich bin geliefert! Zwei auf einmal kriege ich nicht hin! Ah, am Arsch! Was jetzt schon? Das gibt's doch nicht.
Musik. Ist ja unpassend im Hintergrund. Passt der Spitze. So. 2 gegen 1, das ist doch unfair. Diese Waffe habe ich auch, glaube ich, zu lange Nachladekraft. Aber gut. Zu lange Nachladezeiten verwenden. So, wo bist du? Stirb! Ach, Kacke, nein! Jetzt kommt nicht der zweite. Der erste ist tot. Wo ist der zweite? Der zweite hält ein bisschen mehr aus, oder? Lebt er noch? Hilfe? Nee, beide tot. Puh, geschafft. Und da war was Besonderes. Halsband. Nehmen wir natürlich mit. Runde 5 können wir jetzt prinzipiell erstmal wegtun. So, hier. Prüfen. Da ist ein Schalter. Betätigen. Unbedingt. Oh. Eine Münze war im Halsband. Keine besonderen Merkmale, die Münze. Außer ein Rüstungssymbol. Mhm. Nicht. Na komm. Das Objekt brauchen sie jetzt nicht. Prüfen. Na komm. Ist doch hier prädestiniert. Das ist doch. Das ist nicht der Schlüssel? Ah! Sie hat den Form eines Schlüssels angenommen. Allerdings nur die Form. Ja. Schlüsselimitation steht schon dran. Na, hervorragend. Da haben wir doch jetzt. Da haben wir doch jetzt, was wir machen können. Ich, da habe ich, das ist ja, das ist ja jetzt eigentlich eindeutig. Erstmal brauchen wir Heilung. Dringend. Zurück zum Safe Room. Da lang. Und dann machen wir am nächsten Part. Das machen wir am nächsten Part. Das nehmen wir uns für den nächsten Part auf. Ich speichere hier mal ganz schnell. Heilung, dann speichern. Und dann können wir im nächsten Part mal den richtigen Schlüssel uns holen und durch einige weitere Türen vorankommen. Da wurden uns einige neue Türen aufgesperrt durch den Schlüssel. Der Rüstungsschlüssel, der bringt einiges. Jo. Sie haben ihre Wunden versorgt. Sind wir jetzt wieder geheilt? Hervorragend. Ja, hier kann man sich nicht oft heilen, aber ein paar Mal kann man hier vorbeigehen und sich an dem Gewächs hier bedienen. Na komm. Wir haben doch hier ein. Ja, Runde 5 können wir ablegen. Brauchen wir nicht mehr. Das war jetzt quasi nur dafür. Das war jetzt das Rätsel der Runde 5. Ja, wir kommen jetzt auch noch in einige Räume rein. Also wir haben jetzt mit dem Schlüssel natürlich Zugang zu einigen neuen Räumen. Wir spielen ja auf leicht. Oder auf mittel, keine Ahnung. Aber jetzt nicht auf der schwersten Variante. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte Heilung. Habe ich hier nicht, oder? Habe ich da? Habe ich da zu viel Heilung drin? Treibstoffkanister. Nee, habe ich nicht. Ist aber erstmal egal.
Achso, wir haben uns ja geheilt. Das ist ja 15 Hertz. Alles klar. Na dann hier, eine alte Schreibmaschine. Fortschritt speichern. Jo. Dringend nötig jetzt. So. Großer Speisesaal können wir mal schreiben. Sehr gut. Speichern beendet. Na dann. Bis zum nächsten Mal.